Weil ich mir ganz ernsthaft, dass ich während der Nacht hier rausgehe. Pff. Richtung unseren Tower und schließen das. Obwohl, vielleicht brauchen wir die Knarre noch. Gehen wir erstmal zu Rise. Das ist sowieso ein bisschen näher auch. Nee, das sollten wir so anscheinend am besten nicht machen. Ich glaube, wir nehmen den sicheren Weg. Kann man hier einfach drüber springen? Ist hoch genug? Nicht unbedingt, aber... Let's do it! Diesmal keiner Bock, da rauszukommen. Gut, kann sagen. Laut unserem UI haben wir genügend Möglichkeiten, um das zu healen. So, in die Richtung, wenn ich das richtig sehe. Allerdings. Dann machen wir das. Irgendwann mal ein Survivor. Kann gut sein, dass wir hier schon gelootet haben, tatsächlich. Ja, bin ja schon auf dem Weg. Woo! Dropkick! Stomp him! Stomp him! Ja, genau! Richtig! Let me catch my breath now. Und sogar den Loot vom Zombie, sehr schön. Genauso war ich meine Survivor. Nice, fresh and clean. Whoop. Genau, den Weg kennen wir auf jeden Fall noch. It was you, wasn't it? Raheem? The antenna. Ooh. Brecken told me. Communication is crystal clear now. Good shit. Good job, man. This helps everybody, but especially Dr. Zera and Dr. Camden. They can hear each other without static for the first time since... well, ever. See you back at the tower. Oh, yeah. Ja, mit Antizen hoffentlich. So, haben wir noch irgendwas? Anscheinend waren wir hier schon. Ach so, Motel. Ja, ich erinnere mich. Da wurden wir ja vorher unhöflich unterbrochen. Was haben wir hier? Hart? Oh. Sweet spot. Da ist hoffentlich eine Knarre dahinter. Wäre schon so secure. Oh, Blueprint. Stinky Edge. Interessant. Okay. Empty, what the fuck? Immerhin ein Blueprint. Das war schon mal wert, würde ich sagen. Ansonsten gar nichts allerdings. Hm. Wenn man sich zumindest ein bisschen noch was erhoffen kann. Get payment from Rise. Das, ich kann mir schwer vorstellen, dass wir das nach einer... nach einem Job quasi direkt schon bekommen. Wahrscheinlich, wir kriegen nur ein Antizen. Eine Pulle. Oder keine Ahnung, 5 oder so. Keine Ahnung, 10. Irgendwie sowas wahrscheinlich. Nicht mal locked. Aber hier, oh, hier haben wir noch was. Oh. Das Geräusch kenne ich. Achso, die sind alle da. Achso, okay. Muss mir ja keine Sorgen machen. Viel Spaß dahinter, Jungs. Yes. Oh, Throwing Stars. Premium Throwing Stars. Noch besser. Hier haben wir nix. Okay, hier haben wir auf jeden Fall was.
Das klang nicht freundlich. Schade. Interessant. Interessant. Okay. Coole Sache. Job's done. Now it's time to get back to Rice and get that Antis in. Mal gucken, wie viel. Ich habe ja gesehen, wie Rice mit seinen Leuten umgeht. Das ist... Naja. Well, you not only did the job Karim asked of you, but you made it back in one piece. Bravo. Can I get some answers in now? Did you think I would be satisfied so easily? You still have plenty to prove. Look, we really need the drugs. Let me have them now, and then I'll come back and do whatever. You'll get Antazine when I say you get it, not 1 second before. But, as I have established, I am not unreasonable. Do all that I ask of you, and I will give you not one, but 2 crates of Antazine. Oh. All right, fine. What do you want me to do? This will be different from your exploits on the antennas. It will require a bit more persuasion. The imposing of one's will, the creation of one's own rules, that is what makes a man. Do you live by your own rules, Crane? Or are you merely someone else's puppet? I believe I know the answer. Talk to Karim before I decide you are no longer worth the trouble. Rank up! Yeah! So, was haben wir denn hier? Learn how to use space in your backpack more wisely gains... Ja. Ja, auf jeden Fall. 6 mehr Slots für Weapons vor allem. Natürlich. Okay, Karim. Ah, my friend. Rice likes you, I can tell. Yeah, how? Because you are still among the living. The task at hand is as easy as can be. You simply have to make a few pickups from some nearby settlements. Which ones? The first is Jafar's wheel station. It's just east of here. But bear in mind, not everyone you talk to today will be in a cooperative state of mind. I'm sure you can be convincing, though, no? Alles klar, also wir haben gesaved, oder es wurde gesaved zumindest, was schon mal gut ist. Und ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um hier mal kurz die heutige Session zu beenden. Muss echt sagen, wirklich Dying Light bisher ist einfach ein großartiges Game. Und ja, die eine Woche Auszeit, die ich hier machen musste, die hat definitiv wehgetan, muss ich sagen, weil ich hatte immer wieder Bock, das Game zu zocken. Ich glaube auch nicht, dass das Let's Play übrigens so lange halten wird, weil ich glaube, ich werde hier auf jeden Fall ordentlich durchparkouren. Hat ja auch bisher ganz gut geklappt. Und ja, das war's dann auch schon für die heutige Session. Nächstes Mal geht's dann weiter. Mal schauen, wie viel Sachen wir letzten Endes für Rice machen müssen, bis wir eben... Na, okay, er hat gesagt, 2 Crates of Antis sind, aber irgendwie vertraue ich dem Kollegen nicht so ganz. Ich habe ihm nicht gesagt, was für eine Größe von Crates und so weiter wahrscheinlich, ja. Irgendwie sowas wird bestimmt noch kommen. Und wir können auf jeden Fall schon mal sehen, wo... Der finale Showdown, wir können uns, glaube ich, schon denken, gegen wen das auf jeden Fall dann letzten Endes sein wird. Aber wie lange das Game geht übrigens, keine Ahnung. Ich habe mir in dem Fall noch keine wirklichen Playthroughs angeschaut. Wie gesagt, der einzige, den ich geschaut habe, war Vash1249, der dann das Let's Play leider irgendwann abgebrochen hat. Leider. Aber ja, wir ziehen das logischerweise auf jeden Fall von Anfang bis Ende durch. Wir machen mehrere Sidequests. Wir werden auf jeden Fall ordentlich Spaß hier noch haben mit Dying Light, so viel ist schon mal sicher. Und ja, dann hoffe ich, dass euch die heutige Session gefallen hat. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Session von Dying Light, wenn ihr denn wollt. Wieder, liebe Freunde.